Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, der Fulgur-Gegner ist dran, also der elektrisierende, so ich hab's hinbekommen. Und natürlich ist die erste Aktion, die ich mache, ein Donnerkäfer. Das ist ja wohl eindeutig effektiv. Das war wirklich effektiv. Nimm mir jetzt übrigens vor, zumindest bei den Offline-Questen, einfach damit es schneller geht, die Monster jetzt einfach ab sofort alle zu fangen, wenn ich die Möglichkeit habe. Weil ich will wirklich schnell zu den Online-Questen jetzt mal langsam kommen. Meine Kollegen fragen mich auch, wann können wir endlich spielen? Also jetzt nicht so flehend, wie ich es gerade dargestellt habe, aber trotzdem. Und ich will halt auch mal langsam endlich online. Er lädt sich auf. Niemals. Das Gebäude wollte ich noch kaputt machen. Was fällt dir ein? Das Laden sieht auch viel cooler aus als in den vorherigen Spielen. Ich muss von dem weg, bevor der voll aufgeladen ist. Weil dann macht er so eine elektrische Explosion um sich rum. Daneben! Kann sich treffen! Irgendwas ist schon gebrochen. Ich denke mal ein Horn. Gerade so ausgewichen. Nein! Das tust du nicht. Der Schockfall ist übrigens bei denen eine dumme Idee, weil man ihn damit nur auflädt. Also ich mache ihn damit nur gefährlicher. Das war die Explosion, die ich meinte. Jetzt ist er richtig aggressiv. Und er macht jetzt auch deutlich mehr Schaden. Ich könnte eigentlich hier in der Nähe noch ein Monster, also so ein Hilfs-Item einsammeln. Das habe ich euch, glaube ich, nie gezeigt, wo das ist. Obwohl die von euch, die das Spiel auch selber spielen, wissen es wahrscheinlich eh schon längst. Nämlich der Gärhase, der hockt da oben auf dem Berg und der verstärkt einfach jedes Heil-Item. Ja, schrei ruhig ein bisschen weiter. Okay, der flüchtet jetzt gerade in ein anderes Gebiet. Da kann ich es euch eben kurz zeigen. So. Einmal kurz hier den Berg hoch. Dann muss ich da einmal hoch. So. Das hier nehme ich natürlich eben kurz mit. Ich will euch einfach mal nur dieses Item zeigen, weil ihr das, wenn ihr es noch nicht kennt, gebrauchen könnt. Nämlich hier, der hockt jedes Mal hier, der Gärhase. Der nimmt nicht mal einen Platz weg. Man hat ihn und jedes Objekt wird stärker. Wollte ich euch nur eben kurz zeigen. So. Da ist er. Ich habe mir den Schlammkäfer da auf dem Weg noch gegönnt.
So, ich muss auch Pilze nebenbei sammeln. In der Nähe war irgendwo Fallenkäfer. Sollte ich mir vielleicht auch eben schnell holen. Während das Teil eh lädt. Der hat sich entladen. Das ist gut. So. Bubenbeeren für Streuung. Die Fallenkäfer wollte ich mitnehmen. So, ein Trank und da sieht man es auch schon, der Gärhase verstärkt das einfach instant. Warum lebe ich weiter, wenn der eh schon weg ist? Das Material. Oh, das benutze ich einmal kurz. Da kommt vielleicht noch ein anderes Vieh zu dem. Erstmal daneben springen. Hauptsache getroffen. So, der macht jetzt erstmal seinen Sprung. Jetzt habe ich ihn aufgeschlitzt. Habe ihn nochmal was gebrochen. Schade, überhaupt nicht getroffen. So, jetzt aber. Natürlich bei genau beim letzten Schlag. Mal wieder so typisch. Nein. Muss wetzen. Gut, dass er weggeht. Weiter geht die wilde Schlacht. Schade, das war wieder daneben. Nein. Der macht wieder mal eine Nebenquest für mich. Und ab ist das Ding. Das funktioniert genauso gut. Hauptsache, ich kann es mitnehmen. So, jetzt kann ich mich auf die Klauen und den Kopf fokussieren. Und ich sollte mich mal eben kurz heilen. Danke fürs Reingucken. Mit dem Gärhasen ist das normale Erste-Hilfe-Ding einfach so stark wie ein Megatrank. Also wenn man weiß, wo die Dinger sitzen, sollte man sie mitnehmen. Aua. So, einfach draufschlagen. Warte mal, kann man immer noch diese Figurkäfer von dem absammeln? Ja, kann man. Nur war ich nicht schnell genug. Wenn die nämlich so beiseite liegen, die Zinoche, dann kann man immer so Käfer von denen absammeln. Genau. Schieß die Blitzbombe. Man macht doch wenigstens den letzten Schlag, du dummes Ding. Die rechte Klaue habe ich ihm übrigens gerade gebrochen. Ja, ja, da sind die Käfer. Da sind die Käfer. Ja, ja, ja. Ich habe die Käfer einfach weggesammelt. Das war wichtiger, als drauf zu hauen. Und der liegt direkt wieder. Jetzt kann ich ihm wenigstens den Rücken brechen. Ah, okay, er ist fangbereit. So, ihm noch die Elektrizität einmal rausgeprügelt.
Ach, guck mal. Die Katze denkt mit. Na, komm hier. Hier. Ja, ich teabagge dich. Ich sag ja, wenn ich kann, versuche ich sie zu fangen. So, Leute, jetzt kommt übrigens die dringende Quest. Hey, Shining, ich habe wichtige Neuigkeiten für dich. Ein Almudron wurde in den heiligen Ruinen gesichtet. Außerhalb der Berge. Das muss mit der Randale zu tun haben. Wir können dieses Ding jedenfalls nicht an Kamura herankommen lassen. Wir müssen es aufhalten, bevor es näher kommt. Und als stolzer Jäger von Kamura fällt dir die Aufgabe zu, es auszuschalten. Die dringende Quest ist bei Inoa registriert. Wir zählen auf dich. Also mach dich ans Werk. Also, wir haben hier jetzt eine dringende Quest. So, Leute, es ist soweit, der Almudron. Jetzt ist es an der Zeit, ihn fertig zu machen. Ich habe nicht im geringsten eine Ahnung, wogegen der eine Schwäche hat, weil der ist definitiv ein neues Monster. Und ich habe mich auch schon darauf gefreut, den zu bekämpfen, weil ich den im Trailer schon cool fand. Kann ich das ausnutzen? Ey, danke, dass du für mich Plattformen machst. Achso, die sind auch zu meinem Schutz da. Der ist ja richtig cool. Der macht Schlamm wie der Baroff. Und in diesem Schlamm bewege ich mich folglich auch langsamer. Ich habe übrigens noch eben kurz den Gerhasen da oben geholt. Ich denke mal, ich will diesen diesen Schweif abschlagen. So riesig wie der ist. Sonst habe ich Schmerzen noch vor mir. So. Erste Alarmbalken gefüllt. Boah, der in eine Gruppe bekämpfen, das wird lustig. Ich höre es schon in meinem Ohr pieken, dank dem Sunny hier. Ich höre es jetzt schon pieken. Nicht treffen, Hauptsache der Letzte trifft. Das ist alles, was zählt. Der ist aber auch groß. Okay, der will wieder seine komischen Wellen machen. Wie der Angriff abläuft, habe ich nämlich mittlerweile begriffen. Einfach um deinen Schweifmesser anzugreifen. So. Irgendwie muss man ja drankommen. Der hat einen ganz merkwürdigen Schrei. Okay, wieder Plattform für mich. Ich sollte schnell drauf. Das ist ein richtig interessantes Kampfkonzept.
dass man so Plattformen vom Gegner kriegt, die zum eigenen Schutz da sind. Den Kampf finde ich echt innovativ. So, jetzt habe ich mal überhaupt nicht getroffen. Ich habe nur die Luft angesäbelt. War auch mein eigentlicher Plan, Leute. Ich weiß nicht, was ihr gesehen haben wollt. So, zack. Da ist ein Nagakuga zum Verprügeln. Fries. Ich krieg noch ein bisschen Nagakuga-Material hier. So, was machst du jetzt? Der macht Wellen. Jetzt müsste ich eigentlich einmal auf den Nagakuga drauf. Naja, Hauptsache meine Leiste an ihm füllen. Okay, ich habe ihn den Schweif gebrochen. Aber den kann man doch bestimmt auch noch abtrennen. Kannst du mir nicht erzählen. Der sieht aus wie diese alten... mythischen Drachen, die es in den japanischen Schriften gibt. Nee, in den chinesischen. Ach, wie heißen die nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe auf jeden Fall eine Almudron-Schuppe. So, wenn du schon liegst. Zack. Ich muss mal irgendwo hin. Ich komme gleich wieder für dich. Ein Almudron-Material. So, jetzt nochmal auf den Schweif. Ich wollte nicht drüber springen. Schade, komplett versemmelt. Aua. Ich kann übrigens nichts dafür, dass mein Hund im Hintergrund kläfft. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht alle 5 Minuten dahin rennen und dem Hund sagen, er soll Schnauze halten. Er ist fangbereit, aber ich würde so gern diesen Schweif abtrennen. Ich kann ihn nochmal reiten? Okay. Krieg ich halt nochmal ein bisschen cooler Jakku-Material. Na komm, jetzt noch. Draufhauen. Wie ist das? Zack. Ich will noch versuchen, den Schweif abzutrennen. Aber ich treffe ihn nicht. Er will schon wieder ganz oben hin. So, dich hole ich mir. Kannst nirgendwo mehr hin. Der Wedderm hatte sich vor deinen Augen aufgebaut.
Der Almudron ist gefangen, Leute. Es hat ein bisschen länger gedauert. Warum war der so viel stärker als der Boss vom Spiel? Also klar, es gibt noch wahrscheinlich was Stärkeres. Und was mehr als Boss gilt als der Magna Malo, aber... Der hier hat mir mehr in den Arsch getreten als der Magna Malo. Beziehungsweise der hat länger ausgehalten. Gut, gut, Shining. Gute Arbeit. Ich hätte mir denken können, dass ein Almudron keine Chance gegen dich hat. Hinoa hat jetzt Stufe 6 Quests für dich. Geh und schau sie dir an. Hast du dich eigentlich schon an den Quests vom alten Hojo und Minote in der Versammlungsstätte versucht? Die Quests dort sind etwas kniffliger, aber du scheust doch keine Herausforderung, oder? Wusste ich doch. Bei deinen Fähigkeiten solltest du nach höherem streben. Nun geh, möge dein Weg von Siegesfeuern erleuchtet sein. Ja, jetzt haben wir hier Stufe 7 Questen. Wir wissen, was wir vor uns haben. Ah ne, Stufe 6 Questen. Ja, die Nebenquesten interessieren gerade nicht. Ich habe eine spezielle Zulassungsstätte in Quest zwar, aber damit würde ich mir das wieder hochboosten mit dem einem Rang. Oh. Gosharak, der Tigrex. Ich glaube, wir haben das Ende vom Offline-Modus so langsam erreicht. Also wir haben den Gosharak vor uns und den Tigrex. Und den Diablos. Wenn ich den Rathalos noch drauf packe, sind das 4 Monster, die wir noch hier bei Offline haben. Und dann hätten wir endlich die letzten Questen. Ja, ich sehe es sogar oben rechts. Wir haben Offline vom Prinzip her so langsam abgeschlossen. Also sind nur noch 2 Offline-Folgen und danach beginnt endlich die Online-Kampagne, Leute. Ich fange dann übrigens trotzdem erst mit den Stufe 1-Questen an. Das Video ist bei mir auf jeden Fall ein bisschen länger geworden als sonst. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!